Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, hier ist Sparkoyote. Heute geht es in diesem Video um das Thema Essen. Und ich möchte jetzt im Februar, ja, heute ist der 1. Februar, ich möchte eine Challenge starten, wie auch schon im letzten Jahr. Im letzten Jahr habe ich den ganzen Februar kein Fleisch gegessen. Und heute, beziehungsweise diesen Februar, möchte ich versuchen, innerhalb dieser 4 Wochen, weil es genau 28 Tage sind, für 100 Schweizer Franken durchzukommen im Monat, also nur mit Essen. Das bedeutet, ich habe im Schnitt 25 Schweizer Franken pro Woche, ja, um zu essen und zu trinken. Und das ist für mich so ein kleines Selbstexperiment. Ich möchte sehen, ob das funktionieren kann, ja, weil 100 Schweizer Franken ist relativ wenig. So im Moment sind wir um die 250 pro Person, je nach Monat, ab und zu auch 200 oder 300, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich 100 Schweizer Franken ist schon relativ wenig, ja, für einen ganzen Monat bzw. 28 Tage hier für den Februar. Und ich werde das so ein bisschen versuchen. Ich werde auch auf Instagram, ja, auf @sparkoyote werde ich da immer wieder Einblendungen machen, was ich gerade einkaufe, was ich esse, einfach so behind the scenes und auf jeden Fall noch Ende Februar ein Fazit ziehen, ja, ob ich es geschafft habe, ja, was ich gegessen habe und so weiter. Ich werde noch schauen, wie ich das Video dann aufziehe. Vielleicht werde ich auch noch in der Mitte, ja, so am 14., 15. so ein Zwischenupdate geben, wenn die ersten 2 Wochen rum sind. Vielleicht habe ich ja bis dort ja schon gefailt und die 100 Schweizer Franken ausgeben müssen, ja. Und dann wäre eigentlich die Challenge nicht geschafft. Mal schauen, ob ich das schaffe, ja. Ich bin zuversichtlich, aber ist auf jeden Fall super, super schwer. Viele Sachen fallen da natürlich weg, beziehungsweise kann ich nicht essen, weil die dann sonst das Budget sprengen würden tatsächlich, ja. Nur mal noch so vorweg, ja, ich kann ganz verstehen, ich denke nicht unbedingt, dass es gesund sein wird, ja, je nachdem, werde ich ja sehen, was ich alles esse, aber grundsätzlich geht es jetzt hier nicht um den Gesundheitsaspekt, sondern jetzt einfach, ob man überhaupt wirklich mit 100 Schweizer Franken im Monat durchkommen kann. Das ist für mich so eine eigene Challenge, ja, nach diesen 28 Tagen oder wenn ich dann halt schon gefailt habe im Prinzip, werde ich wieder ganz normal essen, ja, und ist für mich einfach so eine Sache, die ich mir selber beweisen möchte. Ich möchte es einfach ausprobieren und ist halt wirklich was Neues, habe ich noch nie gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn du mich hier bei diesem Prozess begleitest. Eben wie schon gesagt, auf @sparkoyote auf Instagram werde ich das Ganze öfters dokumentieren, in Instagram-Stories vor allem, ja. Vielleicht eben euch auch mitnehmen, wenn ich einkaufen gehe. Werde vielleicht dann auch noch das ein oder andere Video machen für das Endfazit dann Ende Februar beziehungsweise dann im März, ja. Und auf jeden Fall ist das jetzt meine Challenge für dieses Jahr, 100 Schweizer Franken. Ihr könnt ja gerne auch mitmachen, wenn ihr das wollt, ja, respektive 100 Euro verwenden oder eben auch 100 Schweizer Franken einfach mal versuchen. Und ihr könnt mir dann auch gerne schreiben, ja, wie viele Tage ihr es geschafft habt, ja. Und die, die es halt dann 28 Tage geschafft haben, haben die Challenge gemeistert und man kann ja dann sehen, hey, es hat Leute, die haben es geschafft für 14 Tage, bis zu 14 Tage, 21 Tage oder 15 Tage oder was auch immer. Würde mich dann auch super interessieren, könnt ihr entweder hier in die Kommentare dann jeweils euren Progress schreiben oder per E-Mail, ja, info@sparkoyote.ch oder einfach per Direct Message. Und ihr könnt natürlich auch diesen Progress dann im Endfazit-Video dann auch schreiben, würde mich extrem interessieren, ja, wenn Leute das mitmachen, diese Challenge. Und wie schon gesagt, es geht hier nicht um den gesundheitlichen Aspekt. Ich denke jetzt mal, besonders ich noch in jungen Jahren kann jetzt hier diese Challenge machen, ohne irgendwelche gesundliche Bedenken zu haben, weil ich auch relativ fit und gesund bin, ja. Und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil es für mich einfach so eine, ja, eine Challenge ist, die ich mir jedes Jahr gebe im Februar, ja, weil das halt so ein toller Monat ist, der halt meistens genau 4 Wochen lang ist, ja, und deshalb ist das so für mich eine Challenge, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, war jetzt relativ kurz eher so eine Ankündigung, ja, gerne Daumen nach oben, wie schon gesagt, schreibt mir in die Kommentare gerne, ob ihr bei dieser Challenge mitmachen wollt. Vergesst nicht außerdem den Abo-Button zu drücken, dann gehört ihr nämlich ins Finanzrudel und die Glocke nicht vergessen zu betätigen, um keine Videos mehr zu verpassen. Übrigens hat das Finanzrudel auch jetzt eine Facebook-Gruppe bzw. ein Finanzrudel-Community-Club, ja, könnt ihr unten auch beitreten, der Link ist in der Videobeschreibung oder einfach finanzrudel.ch/club. Und dann kommt direkt auf die Facebook-Seite, dort diskutieren wir über Aktien, Business und Minimalismus, ja.
Und der Austausch ist schon recht rege. Ich freue mich dort immer neue Leute kennenzulernen und auch mit ihnen dann auszutauschen, ja. Und für mehr Content gerne auch auf www.sparkoyote.ch vorbeischauen. Das ist mein Blog. Dort gibt es alle 2 bis 3 Tage einen Blogbeitrag. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschö, Leute.